Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge, wie man sich richtig sauniert. Erstmal brauchen wir, bevor wir in die Sauna gehen, ein Saunatuch. Das habe ich jetzt um mich geschlungen. Ich zeige das mal eben. Wichtig bei der ganzen Sache ist, was eingraviert wurde. Ein Saunatuch nehmen, wo Wellness oder Sauna draufsteht. Ganz wichtig. Weil das dient, Moment, ich muss mal eben wieder schließen. Jetzt ist mir auch die Mütze verrutscht. Es ist ganz wichtig, dass da Wellness oder Sauna draufsteht. Weil wenn das nicht draufsteht, dann ist das Wohlbefinden und der Heilprozess ist automatisch geringer. Weiterhin braucht ihr eine Mütze, die ich hier euch gerade zeige. Da kannst du selber nähen, zum Beispiel aus Mehlsäcken. Irgendein anderes Getreide findet man meistens auf dem Feld, da muss man ein bisschen gucken. Ihre Exkremente, ihr Kot haben sie überall verbreitet. Meistens im besten Fall waschen. Ich musste sie nicht waschen. Sie riecht zwar etwas streng, aber es hält sich in Grenzen. Vor allem in der Sauna verteilt sich der Geruch auch ganz gut. Weiterhin müssen Sie schauen, der Kopf muss gesichert sein. Wenn die Hitze so frei rum in die Atmosphäre, in die Sauna durchfließt, dann ist es ganz wichtig, dass der Kopf gesichert ist. Sonst werden Sie, Ihr Kreislauf wird nicht mehr harmonisch sein. Er wird nicht mehr gut sein. Ganz wichtig, eine Hut, der auf den Kopf kommt. Sonst kriegen Sie auch später keine Kopfschmerzen. Alles gut. Weiterhin müssen Sie Düfte haben. Ich habe hier ein Saunaduftkonzentrat, vorzugsweise Plastik nehmen. Denn Plastik gibt nochmal dem Duft eine extra besondere Note und ist auch umwelttechnisch gut abbaubar, weshalb Sie auf jeden Fall zu Plastik greifen sollten. Wir haben hier Eukalyptus und Eukalyptus hat eine Inhalation. Wir haben hier 250 Milliliter, das reicht für ein Jahr. Es ist gerade auch bisschen heiß, weil die Sauna, die heizt sich jetzt gerade auf. So, weiterhin, was brauchen wir noch? Wenn Sie zu zweit sind, Massageroller, ganz wichtig. Regt die Durchblutung an. Sie haben hier jetzt so zwei kleine Rollen, damit Sie die Muskeln und die Wirbelsäule, alles wird zirkuliert und der Kreislauf kommt wieder in Schwung. Vor allem zu zweit. Alleine ist ein bisschen schwer, aber das geht auch. Man muss sich ein bisschen recken. Moment, ich demonstriere das kurz. Wir können hier vom Nacken losgehen. Ja, da verrutscht jetzt gerade meine Mütze, aber der Kern stimmt doch. Also Sie müssen hier wirklich ganze Zeit am Nacken rumreiben, damit das auch funktioniert. Gleich verschwindet auch noch meine Ohren. Ich muss eben kurz wieder so. Die Mütze ist wieder drauf. Heute riecht sie ein bisschen anders, aber meistens riecht sie okay. Weiter, Sie brauchen einen Eimer. Viel Schnickschnack drin gefüllt, den Sie nicht brauchen. Dieser Eimer ist wichtig, damit Sie halt mit Wasser in der Sauna den Ofen immer, naja, mit Wasser füllen und der Dampf dadurch zirkuliert. Eine finnische Sauna ist wirklich ein ganz guter Saunavorgang. Hier kann ich wirklich nur empfehlen, Fichtenstöcker. Die habe ich jetzt noch nicht gekauft, die habe ich alle aufgebraucht. Die Fichte, diese kleinen Tannennadeln, die gehen dann ab. Deswegen muss man auch viel fegen und neu kaufen. Aber danach, wenn man die hat, kann man sich mit der Fichte schlagen auf dem Rücken. Herrlich, herrlich. Also finnische Sauna mit einer Ofe, Eukalyptusduft, Fichte und einem Mütze. Und ganz wichtig auch ein Wellness-Badetuch. Das ist ganz wichtig. Den Rest zeige ich vielleicht in der nächsten Folge How to Saunieren. Ich bedanke mich für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao. Bis bald, euer Erd. Hilde, ist die Kamera jetzt aus?